Sprungball zwischen Benedikt Turudic und Serge Ibaka. Und der erste Ballbesitz gehört den Münchnern in den weißen Trikots von rechts. Sehr kleine Rolle nur gespielt hat man. Schwierig, weil natürlich weiß man seine Qualität. Und man natürlich mit der Verpflichtung. Carsten Edwards, der hat das Scorer-Gehen. Knapp 4 Minuten gespielt, beide Mannschaften auch erst mit 4 Zählern. Booker. Klasse Pass auf Ibaka. Schön gespielt von Devin Booker auf Serge Ibaka. Bei so einem Scorer nicht unbedingt gegeben. Und da haben wir nochmal Booker mit dem klasse Anspiel auf Ibaka. Hilfe kommt. Edwards, guter Drive. 7 Punkte, Carsten Edwards. Ich habe es angesprochen, der hat spielt 32 Punkte, 11 davon in der Verlängerung. Zudem hat er sehr, sehr gut und auch aggressiv verteidigt. Er direkt mit 5 Punkten nach seiner Einwechslung. Bonga. Klasse Drive. Das ist ja so schwer zu stoppen, wenn er gerade entschleunigt hat, lange Schritte gemacht hat. Wunderschön. Anfänglichen Rhythmusstörungen auf beiden Seiten ist diese Partie jetzt gut unterwegs. Ah, Francisco auf Booker, klasse Anspiel. Ich glaube, er erinnert sich auch an das erste Aufeinandertreffen. Wilder Bad. Francisco für 3. Bonga gegen Griesel. Bei der Zone gegen die Einwürfe. Stark von Griesel, der. Forbes macht da viel, dass der Ball nicht zu Weiler Bepp kommt und dann. Chance für die Münchner, erstmals zweistellig in Führung zu gehen, die hier sehr abgeklärt auftreten. Francisco, seine Minuten, Rulmors, bleibt gar nichts anderes übrig, als die Auszeit zu nehmen. Von 18 aus dem Feld, das sind 72%. Das ist eine Ansage. Wie verteidigt man das, Svenja? Müssen die Bonner doppeln? Frage ich ganz direkt. Ist vielleicht eine Option. Ich habe es angesprochen, klar mit Ausweisen. Alle Jupan-Spieler auf Booker funktioniert nicht. Bonn mal mit Tempo, mit Turudic. Wow! Gegen Ibaka durch und schlägt die Murmel ein. Hallihallo! Starkes Ding. Watson. Und dann fällt der Ball noch mal in Bayers Hände, weil sich die Bayern gegenseitig behindern. Bonga hatte den eigentlich schon. Booker gegen Papa. Edwards. So. Nächster Münchner Ballverlust. Kirkwood gegen Edwards und dann ist Ibaka da mit dem Block. Spielerwechsel Telekom Baskets, Außenspiel 22. Nur Kirkwood gegen Kampiel. Kirkwood. Ich bin immer für Diskussionen offen. Nein, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Matchup, weil man hat schon von Anfang an gesehen, okay, dass, um einfache Scores zu kriegen vielleicht, weil die Bonner ganz klar wieder auf das Scoreboard kommen müssen. Sie brauchen mehr Ballbewegung, da stimme ich dir 100% zu. Kennedy abgeräumt von Bonga. Bonn mit 3 Punkten bislang. Sie kommen nicht durch, auch hier nicht gegen Serge Ibaka. Fox. Tankt sich gut durch, holt sich das M1. Sie haben die Bayern sehr viel rotiert, sie haben sie bewegt und das müssen sie weiter versuchen, dass sie das. Francisco. Selbst in der NBA zu den schnellsten. Francisco hier mit dem Dreier, Frey im Gegenzug. Also wir müssen jetzt auch ein bisschen beim Play-by-Play bleiben.
Übrigens jetzt mit 16 Punkten und Frey holt sich den Kontakt nach Asien zur WM und ich kann mir vorstellen, dass natürlich Paris ein großes Ziel für ihn ist, genauso wie für dich und Ibaka. 4 Assists und das alles eben spektakulär. So, Fobbs mit 6 Sekunden gegen Harris. Auch der geht. Und dann geht's mit dem Schlussabschnitt. Brian Fobbs mit dem letzten Korb. Fobbs. Senkfelder gegen Giffey. Die ersten Punkte von Chris Senkfelder in der zweiten Halbzeit. Fobbs für 3. Pape mit dem Rebound eines Francisco dazwischen. Zu nachlässig von Till Pape. Senkfelder. Fobbs, nächster Dreier von ihm. Und der passt. Es ist wieder einstellig. Jetzt gibt es Doppelarbeit im Backcourt. Elias Harris, Damien wieder. Natürlich auch vom besten Verteidiger von Nittweiler Bepp bewacht. Pape auf Senkfelder, gut gespielt. Senkfelder, unglaublich gutes Spiel mit 19 Punkten. Perfekter Cutter eben. Oh, stark nachgegangen von Elias Harris. Die Chance zum Nachpassen. Und noch eine. Also Elias Harris macht da im Moment einen super Job am Brett. Aber die Halle ist hier nur mäßig laut. Also Glaube klingt anders. Vielleicht jetzt. Den Stil. Und dann weiter zu Kennedy und der mit dem Assist auf Clint Watson Jr. Francisco. Booker. Der war heute irgendwie immer da, wenn es darum ging, die Fans in ihren Dezibel nach unten zu drücken. Und jetzt war es das. Watson rutscht weg. Bonga mit dem Dank. Monats in Frage kommt. Clint Watson Jr. nochmal mit. Francisco muss über die Mittellinie warnen. Mehr als 8 Sekunden, 9,1. Shake Hands der Coaches. Der FC Bayern München Basketball.